Hallo zusammen, willkommen beim Grilldepp. Ich bin der Patrick und das hier ist mein allererstes Grillvideo. Und ich freue mich schon. Ich habe lange Zeit überlegt, ob ich sowas machen soll, weil ich meine, Grillvideos gibt es ja eigentlich Hunderttausende. Und die sind alle, die meisten von ihnen sind besser oder schlechter als meine. Mir ist es eigentlich egal, weil ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich mache es einfach aus Spaß. Und diese Videos sollen eigentlich von Anfängern für Anfänger sein, aber natürlich auch sollen die Videos für alle anderen sein. Was machen wir heute in meinem allerersten Video? Fangen wir mit einer leichten Geschichte an, nämlich Tutan-Tandoori am Spieß und dazu Kartoffeln. Und wie gehen wir da vor? Wir müssen einfach Folgendes haben: Truthahn, entweder schon in Stücke geschnitten oder als Filet. Als Ganzes würde ich jetzt nicht nehmen. Ich habe selber Filet genommen. Für mich war es immer wichtig und ist es immer wichtig, dass dieses Fleisch aus biologischem Anbau kommt und zwar aus der Region, falls das möglich ist. Das ist einfach die Qualität, die dahinter steckt, ist einfach viel besser als irgendein Billigprodukt aus einem riesen Großmarkt. Die Erfahrung habe ich gemacht und die Erfahrung war nicht wirklich gut. Also schaut drauf, holt euch das Fleisch vom lokalen Metzger oder vom lokalen Bauernhof. Statt Truthahn könnt ihr selbstverständlich auch ganz normales Huhn nehmen. Ich selber habe jetzt aber zum Truthahn gegriffen, weil ich einfach gar nichts anderes in den Kühlschrank hatte. Hahaha. Ha, ha. Was ihr dann auch noch dazu braucht, ist eine Schüssel, Joghurt, Naturjoghurt, also ein bisschen Naturjoghurt und dann auch noch eine Tandoori-Gewürzpaste. Die kriegt man fixfertig im Laden oder im indischen Spezialladen, gibt es aber auch in größeren Einkaufszentren. Man muss einfach mal schauen. In einem guten Fachmarkt gibt es die natürlich selbstverständlich auch. Und was man dann auch noch braucht, ist Garam Masala. Ist eine, naja, wie soll ich sagen, eine im Prinzip eine Art Curry-Gewürzmischung, aber ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, spezieller. Und was man dann auch noch braucht, ist eine Zwiebel, nicht eine Zwiebel, sondern eine Knoblauchzehe, je nachdem, wie viel was verwendet. Also ich habe jetzt hier ca. 300 Gramm Joghurt, einen Esslöffel Tandoori und einen ganzen Teelöffel Garam Masala verwendet und eine größere Zehe. Das Ganze wird dann gemischt, schön untergebuttert und dann legt ihr einfach das Fleisch ein und tut es einmal ordentlich durchmischen und circa 5 Stunden, kann auch 4 sein, je nachdem wie viel Masse ihr habt, im Kühlschrank einfach durchziehen lassen. Und dann und während diesem Durchziehen einfach regelmäßig einmal umrühren, damit das Tandoori dann auch überall hinkommt. Die Kartoffeln selbst habe ich einfach nur mal aufgeschnitten und ich lasse jetzt die Schale selber dran und da das noch ein bisschen dauert, bis ich die auf den Grill tue, tue ich sie einfach in Wasser einlegen, damit sie nicht braun werden. Ganz wichtig hier ist hier noch einfach noch nicht würzen, noch gar nichts machen. Das Gewürz tue ich, wenn ich welches auf die Kartoffeln haben möchte, erst drauf, wenn das fertig ist. Für die Kartoffeln brauchen wir danach, sobald wir, bevor wir sie auf den Grill tun, noch ein bisschen Olivenöl. So, zum Grillen braucht man natürlich auch einen Grill. Ich habe hier einen Kuhlgrill. Marke ist absolut egal, welche das ihr habt. Ich habe jetzt hier einen Weber-Grill, was ihr dann auch noch braucht, um die Pommes zu machen. Oder was man brauchen kann, ist hier ein sogenannter Rotisseuraufsatz. Und der Grund ist ganz einfach, Weber hat auch dieses Jahr ein paar Neuigkeiten auf den Markt gebracht. Und zwar diesen Grillkorb, der auf den Rotisseur raufkommt.
Ich bin sehr gespannt, wie gut das der funktioniert. In diesem Rotisseur werden wir die Pommes machen. Und wie das dann aussieht, das seht ihr dann jetzt. So, wie hier ihr seht, habe ich hier schon jetzt mal den Grillkamin angezündet. Es raucht ein bisschen und das hat einen guten Grund. Die Kohle, die ich hier drin habe, ist nicht mehr die neueste, sondern teilweise schon ein bisschen gebraucht. Ich mache das gerne, weil, naja, warum Kohle wegschmeißen, wenn die noch gut ist. Deswegen raucht es hier noch ein bisschen, aber es dürfte dann auch bald mal fertig sein, sobald die Kohle glüht. So, ihr seht hier jetzt diese Bestandteile. Also hier haben wir einmal die Kartoffeln, jetzt mit Olivenöl beigemischt. Dann haben wir hier einmal den Oberteil und den Unterteil des Grillkorbes. Und ihr seht hier schon beim Oberteil, dass der ein bisschen anders ist als das Unterteil. Nämlich hier sind so, naja, wie soll ich so sagen, Mischer. Ich nenne jetzt die einfach mal Mischer, denn die sorgen dafür, dass das Grillgut nicht einfach so plump im Korb drin bleibt, sondern richtig schön durchmischt wird. Und ja, dann hauen wir mal die Dinger mal hier rein, ne? So, das passt so. Und jetzt ist es so, jetzt seht ihr hier diese Klemmen hier, die müssen hier natürlich dann rein. Sollte dann so sein. Ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch, wenn man nur eine Hand zur Bedienung hat. Und das ist im Prinzip dann der Öffner. Der geht am Anfang relativ schwer, weil es ja noch ein bisschen angeklemmt ist. Aber sobald man den ein bisschen mehr benutzt. So, jetzt hat er hier verriegelt. Und jetzt ist im Prinzip das Ganze so sicher und kann so auf den Rotisseur. So, den muss man natürlich jetzt noch hier reinstecken. Auf welcher Seite ihr geht, ist eigentlich wurscht. Wichtig ist nur, dass der flache Teil hier oben ist, oder? Damit man hier die Schraube festziehen kann. Und ganz, ganz wichtig ist auch, dass natürlich das Ganze ein bisschen in der Mitte sein sollte. Hier seht ihr Einkerbungen. Das ist dann im Prinzip das sind die Kanten vom Rotisseur, wo dann diese Sachen hier aufliegen. So, und dann muss man jetzt einfach nur schauen, dass das schön gerade ist und dann einfach hier ordentlich festziehen. Ja. So, und jetzt kann das Ding so auf dem Grill. So, nachdem der Anzündkamin seine Sache erledigt hat, ziehen wir Handschuhe an, und zwar richtig gute, dicke Grillhandschuhe. Ein bisschen auch mit Silikon behaftet, damit man da richtig einen Grip hat. So. Jetzt tue ich mal den Kamin dann hier raus. So. Dann auf eine Ablage, die feuerfest ist. Ich habe jetzt hier unten einen kleinen Grill, den sieht man jetzt leider. Und was ich dann nehme, sind solche Chark Baskets oder besten einfach Grill, nicht Grillkörbe, sondern Körbe, für wo die Kohle reinkommt. Die tun wir dann richtig platzieren. Einmal links außen und einmal rechts. Und was ich dann auch noch tue, ist hier in der Mitte eine Aluschale. Die tun wir aber erst rein, nachdem wir die Grille die Kohlen reingefüllt haben. So, der Grill ist schon mal gut eingeheizt. Jetzt machen wir den Deckel ab. So.
Und dann nehmen wir den Spieß, so wie er ist. Und die Spitze geht ja hier in den Motor und das andere hier. Hier seht ihr schon, das sind jetzt hier die Verriegelung, also die Einkantungen, die müssen hier drin sein. So auch auf der anderen Seite. Das passt so. Und jetzt müssen wir einfach nur noch einschalten. Und dann läuft das Ding von alleine. Und natürlich Deckel drauf. So, jetzt sind wir wieder hier. Wenn man jetzt ganz genau hinschaut, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Die Kartoffeln kommen jetzt nach gut 50 Minuten wieder gleich mal raus. Da tun wir jetzt aber noch den Deckel drauf. Und was wir jetzt uns anschauen, ist der nächste Schritt, nämlich die Spießchen. Wir haben hier einen speziellen Aufsatz, auch für den Rotisseur. Das seht ihr hier, da kommt dann der Rotisseur durch, also beziehungsweise der Stab. Und wie ihr hier seht, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spießchen dran. Die kommen im Set, der gibt jetzt auch noch auch noch längere, die ungefähr so lang sind. Und das Spezielle jetzt hier ist, dieses Set kommt jetzt eben in den Rotisseur. Und wenn ihr hier genau seht, ich zoome mal ein bisschen weiter ran, dann seht ihr, die Spieße sind hier verankert. Das heißt, die können nicht rausfallen. Auf der anderen Seite ist es genau dann das Gegenstück. Das heißt, ihr macht das ein bisschen anders als jetzt ich hier. Normalerweise würde man jetzt hier einfach mal den Stab des Rotisseurs nehmen und einfach schon mal einspannen und danach dann justieren. Also ich habe es jetzt hier ein bisschen komplizierter gemacht. Ich wollte da einfach mal zeigen, wie das jetzt so einfach mal ohne Spieß also ohne Rotisseur ausschaut. Ihr seht hier, habt ihr natürlich dann wieder die Schrauben, wo ihr dann dementsprechend auch so wie beim Grillkorb das Ganze dann montieren könnt. So, was habe ich hier alles drauf? Wir haben hier einmal natürlich Zwiebeln drauf, dann die Truthahn Tandoori, die sind jetzt schön lange durchgezogen, Paprika und natürlich auch ein bisschen Gurken für die Vielfalt. So, das sieht für mich genau richtig aus. Also Zeit zum Abschalten. So, hier wichtig, Grillhandschuhe nehmen, das Ding ist richtig heiß. So, jetzt hier vorsichtig rausziehen. Ja, und ganz wichtig, den Grill brauchen wir noch. Deckel drauf. So, ich habe jetzt hier ein Behältnis genommen, ganz einfach, das ist auch Backofen tauglich. Und jetzt wirklich hier Handschuhe tragen, denn das Ding ist richtig heiß. Und wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, das Ding geht schwer auf. Man muss also ein bisschen die Lasche rausdrücken. So. Und das hier, den Teil könnt ihr jetzt mal weglegen. Auf eine feuersichere Unterlage. Und jetzt schaut euch diese Dinger mal an. Perfekt. So, damit ihr mich dann auch mal kurz seht. Also, nochmal. Hier, das ist richtig perfekt durch. Richtig perfekt. So.
So. Auch hier wieder schauen, dass die Spieße in der Mitte sind und richtig gut anschrauben. So, einmal von der Seite und dann natürlich auch wichtig von der anderen Seite. So, die Dinge gehen jetzt nirgendwo hin, außer in den Grill. So, den Grill haben wir ja schon vorgeheizt, der ist nach wie vor bei 200 Grad. Dasselbe Spiel hier, ganz einfach, Deckel rauf. So, hier nochmal schauen, ob alles funktioniert, ob das alles richtig anliegt. Deckel zu und gib ihm. So, bei indirekter Hitze kann das ein bisschen dauern. Deswegen kann der ein oder andere auch zu einem Schluck Aperol greifen. Muss nicht, aber kann. Wenn das Ganze aber nicht schnell genug geht, der kann von der indirekten Hitze zur direkten Hitze wechseln. Das geht dann ein bisschen schneller. Aber man muss dann auch ein bisschen Obacht aufpassen auf das Fleisch bzw. auf die Garzeit. Dann ist es natürlich ein bisschen anders und da muss man ein bisschen drauf schauen. Das kann man ja auch, während man Bier, Aperol oder was auch immer trinkt. Für meine Zwecke sehen die so schon richtig gut aus. Wer es dünkler mag, jetzt einfach noch ein bisschen drauf lassen. Aber das ist für mich sehr gut. Das Fleisch ist jetzt durch. Und dann nehmen wir also den Grill, Spieß, Spießhalter oder wie man den auch nennen mag, jetzt einfach mal runter. Spieß ausschalten. Wichtig, Handschuhe anziehen. Dann den Spieß einfach so nehmen, rausziehen. Und dann ab auf den Teller. So, die Spieße waren herrlich. Das Tandoori hat richtig gut geschmeckt, finde ich. Für das, dass ich das allererste Mal auf einem Holzkohlegrill mit einem Drehspieß und einer neuen Ware getestet und bzw. gemacht habe, finde ich, hat es sehr gut geklappt. Das einzige Manko an der ganzen Geschichte im Zusammenhang mit dem Grillkorb ist, dass man nicht beides gleichzeitig machen konnte. Das war vielleicht ein bisschen, sage ich jetzt mal, eine Herausforderung. Also ich habe es deswegen so gemacht, dass es zuerst die Kartoffeln machen, die diese ein bisschen länger dauern als die Spieße. Und deswegen habe ich, wie schon gesagt, mit den Kartoffeln als erstes angefangen. Wenn ich es mir vielleicht mal überlege, beim nächsten Mal beides irgendwie gleichzeitig zu machen, weil es gibt ja die Möglichkeit bei meinem Grill, da diese Rotisserie ein Aufsatz ist, wird der ganze der Grillkorb ein bisschen erhöht, so dass man drunter rein theoretisch noch Platz hätte, um restliches Gargut zu grillen. Frage ist es, klappt das wirklich gut und funktioniert das im Zusammenhang mit dem mit dem Rotisseur, das weiß ich nicht. Das ist eine Sache, wo ich gerne beim nächsten Mal oder demnächst mal gerne wieder ausprobieren würde. Und da werdet ihr selbstverständlich auch wieder mit dabei sein. Mich hat es gefreut, dass ihr alle bei meinem allerersten Video mit dabei wart und hier mal draufgeklickt habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist das allererste. Ich bin ja nicht unbedingt der geborene Moderator, aber ich denke, dass es
eigentlich fürs erste Mal ganz gut geklappt hat. Dankeschön fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Grilldepp.